Moin moin, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zu Diablo 4, Folge 2. Ja, beim letzten Mal haben wir hier Xena Tribut gezollt. Wir haben so ein paar Knochen eingesammelt und so Konstrukte zerstört. Wir gucken mal eben, was wir jetzt noch machen können. Bevor ich mich dann zu dem Boss von Akt 1 begebe. Die Herausforderung der Bestie. Wo haben wir das denn? Ach, direkt hier oben. Gut, machen wir das. Ich wollte mal eben noch meine Ausrüstung reparieren und ein paar Sachen verkaufen. Ihr tragt eine edle Waffe. Ich wette, ich könnte auch so eine machen. Kann ich mir eh nicht leisten. Ich habe zu wenig Rohstoffe. Ja, dann gehen wir mal nach Norden zu der Bestie. Das Grab eines gefallenen Kriegers des Bärenstamms. Die stolz ausgestellten Waffen samt Rüstung scheinen ein Zeichen der Ehre zu sein. Boah. Achso, ich bin noch falsch abgebogen. Hier müssen wir hoch. Ja, der Druide gefällt mir mittlerweile besser. Aber ich bin immer noch nicht ganz zufrieden. Deswegen haut bitte Tipps in die Kommentare, was ich skillen soll. Oder auf welche Attribute ich gehen soll. Fühlt euch frei. Dabei. Kiste. Ja. Nehmen wir mit. Den Shit. Brauchen wir nicht. Obwohl, ich könnte das mal mitnehmen für Rohstoffe und so. Schnauze. Schnauze. Früher mal so ein T-Shirt, da stand drauf, einfach mal die Schnauze halten. Passt eigentlich immer. Ein Arbeitskollege, der hat sich so ein paar T-Shirts gemacht, extra so für die Arbeit, ist natürlich ironisch gemeint. Mit so Sprüchen, scheiße, morgen ist Feiertag oder... Geil, heute ist wieder Montag. Aber der Chef sieht das natürlich nicht so gerne, wenn er so ein T-Shirt anhat. Vor allem, wenn dann Kundenbesuch ist oder so. Ist natürlich verständlich. Aber witzig. Genau, er hatte auch noch ein T-Shirt mit Scheiße, langes Wochenende. Da hilft nur der Psychologe. So Scheißgeister oder Phantome, die machen ganz schön viel Schaden.
Ich muss noch etwas warten. Ich muss noch etwas warten. Alter, das war knapp. Aber die... Die macht ja immer wieder mehr. Oh fuck. Ich muss noch etwas warten. Ja, ich muss noch warten. Ich habe Zeit. Ich muss zurück zur Stadt. Hilft alles nichts. Aber auf jeden Fall sah das nach einer Bestie aus da oben. Tut mir ja leid, aber da müssen wir durch. Ihr da, ich muss euch sprechen. Stimmt, wir haben hier noch Leder. So, einmal heilen und so. Und auf ein neues. Das hat's aber auch in sich, ey. Obwohl es eigentlich für meine Stufe geeignet ist. Oh, lag. Ist das jetzt gespeichert oder wie sieht das aus? Ich glaube ja. Quasi Idefix. Aber da oben dieser Riesenwerwolf oder Rieseneisbär, was das ist, der macht mir noch Sorgen. Ach ja, und ich spiele auf Veteran. Ich habe das aber zwischendurch auch mal geswitcht zum Testen. Irgendwie gar keinen Unterschied. Also wenn man schlecht ist, ist man halt schlecht, ne? So, ich guck mal lieber, ob hier noch irgendwas ist. Bei den Gegner oder so. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Die Schnauze, Penner. Du auch.
ist auch wieder knapp. Aber, episch. Aber ich finde das gut, dass es ein bisschen herausfordernder ist. So. Dann basht man da nicht einfach so durch. Und der Kampf macht an sich auch mehr Laune. Teil 4. Hier. Also. Aua. Alter, der macht auch gut Schaden, ey. Noch nicht bereit. Aua. Ich muss noch etwas warten. Scheiße. Ich bin noch nicht bereit. Das war knapp. Aber anscheinend ist der Boss, der wird wieder repeated quasi. Also der hat wieder full life, aber der Rest ist gemacht. Also die Gegner sind, glaube ich, nicht mehr da. Die anderen. Ich bin noch nicht bereit. So, jetzt ein bisschen taktischer. Das ganze bitte. Ja. Das wäre nice. Ich muss noch etwas warten. Oh, scheiße, ich war geslowt. Ich bin noch nicht bereit. Lass mich. Ich hasse dich. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Das ist so ein Riesenziegenmensch, glaube ich. Ich muss noch etwas warten. Keine Zeit, den Namen zu lesen. Bin noch nicht vampirisch bereit. Ist der. Okay. Ja, egal. Machen wir es nochmal. Ja. Was haben wir noch so für Gebrauchsgüter? Erhöht 30 Minuten lang den Feuerwiderstand. Aber auch nicht. Angriffsgeschwindigkeit um 7%. Erfahrung um 5%. Nee, das bewahre ich mir lieber auf. Bewältigungsschaden. Was haben wir hier? Rüstung. Ja, okay. Das können wir nehmen. Da habe ich ja 6 Stück gehabt.
Ich bin noch nicht bereit. Ich muss noch etwas was der für eine Range hat, ne? Das ist quasi ein Ranger. Ich muss noch etwas warten. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Lass mich. Ich bin noch nicht bereit. Aber ich stelle mich auch relativ doof an. Also deswegen. Gutes Gameplay gibt's woanders. Ich muss noch etwas warten. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss noch etwas warten. Ich muss noch etwas warten. Gott sei Dank, ey. Das sind noch das Gesindel hier, das Fußvolk. Kaula. Wie auch immer. Ja, sehr schön. Haben wir das auch abgehakt. Halbwegs. Manchmal steht da nicht, für welche Klasse das benutzbar ist. Jäger, okay. Das hatten wir ja vorher schon. Dann... Das ist aber nicht so gut, das tue ich weg. Und das behalten wir. Up in the City. Da unten. Krieger noch. Oder so. Ausgezeichnet. Euch gebührt die Ehre, den Schädel aufzuhängen. Lasst Freund und Feind wissen, dass ihr die Bestie besiegt habt. Malnok war eine Siedlung, bevor die Zauberer von Khazra aus dem Berg gekommen sind. Jetzt sammeln sich Ziegenmenschen dort in großer Zahl. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, welche üble Magie sie dort praktizieren. Ihr müsst die Khazra bezwingen, bevor ihr den Grizzly Malmer suchen könnt. Viele haben es versucht, aber niemand hat es bisher geschafft. Ja, nice. Das haben wir geschafft. Mit ein paar Anläufen. So. Wie gesagt, ich habe erstmal nur 2 Folgen aufgenommen. Die 2. Folge endet nämlich jetzt hier. Und ich werde einfach zwischendurch mal ein paar Folgen hochladen. Ich mache das jetzt nicht chronologisch. Ich werde das halt auch weiterhin offline spielen. Es sei denn, ihr habt irgendwie einen Charakter, den ich
mal von vorne beginnen soll und das dann komplett durchziehen. Am Stück, ja, das entscheidet ihr dann. Auf jeden Fall Diablo 4, geiles Spiel. Vieles muss ich erst noch lernen und ich bin auch nicht der Beste. Aber die Hauptsache ist, man hat Spaß dabei. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Shark. Ciao, ciao.